Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir den Wassertempel geschafft und jetzt gibt es aber noch was zu holen. Wir müssen nochmal zurück hierhin. Opfer für die Freundschaft ist die Quest, die wir jetzt angehen, bevor wir uns zum nächsten Dungeon aufmachen. Es gibt leider keinen schnellen Weg dahin. Außer ich meine, das ist der Stausee, wo wir hoch müssen, ne? Kann das sein? Ja, scheiße. Wir müssen den Stausee halt wieder hochlatschen. Das werden wir jetzt angehen. Dann holen wir uns das letzte Rüstungsteil für die Soras. Und dann geht's auch sofort zum nächsten Dungeon. Macht euch da keinen Kopf. Wir werden keine weiteren Nebenquests machen. Wie gesagt, das machen wir erst, wenn wir die 4 Dungeons durch haben. Deswegen. Und wie gesagt, jetzt können wir die Quests... Ach so, ja. Wir kriegen ja den Ring. Die Quests, die wir jetzt, an denen wir jetzt vorbeilaufen, die nehmen wir erst an, wenn wir alle Dungeons durch haben. Mit der Macht der Spur kannst du jetzt Sidons Geist zu Hilfe rufen. Ja, das ist mir ziemlich egal, weil das richtig useless ist. Tschüss, Brudi. Wie gesagt, die sind halt alle... Das Feature ist super nett, aber es ist halt nicht so geil wie, es ist halt nicht so geil wie das Feature von Breath of the Wild mit den 4. Es ist so clunky, mit diesen Geistern rumzulaufen. Ist ganz furchtbar. Es gibt nur einen und den bekommen wir als nächstes, weil ich als nächstes den Dungeon dafür machen will. Und deswegen, der ist der einzige, den wir draußen lassen. Die anderen packen wir ein, weil die nerven halt in den Kämpfen halt nur rum. Selbst der andere, der nützlich ist, ist halt super nervig, aber ja, was soll's. So, wir müssen hier in den Wirbelwind rein. Da geht's hoch zum Wassertempel. Ja, genau, das machen wir erst später. So, einmal die Zora-Rüstung einmal anziehen, komplett. Das erhöht das Schwimmtempo ungemein. Ich möchte jetzt nur bei dem Wasserfall, weil das sonst zu lange dauert, da reinzuschwimmen. Und hoch mit uns! So, aber wir müssen da runter wieder. So, und tschüss. So, wenn wir gleich unter dem gelben Punkt sind, dann geht's mit Sturzflug runter. Los geht's! Sehr gut. Ich weiß glücklicherweise, wo wir schon hin müssen. Also das sollte kein Problem sein, uns die Rüstung schnell zu gönnen. So, damit wir auch nicht abrutschen. So, weil jetzt müsste das Wasser im großen Raum weg sein. Antikes Sora-Heiligtum. Genau, das Wasser ist jetzt nämlich weg. Ganz da, und das muss... So, oh, wenn das Wasser nicht weg ist, kommen wir nicht zu den Sora-Beinschienen. Ich meine mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass wir hier hinten hin müssen. Genau. So, jetzt wird's... Ah, scheiße, nee, wir sollten die Rüstung anlassen. Haben wir Master Sword schon wieder? Nein. Okay. Das heißt, wir müssen bei der Waffe bleiben. Huck.
Wie gesagt, so ein Ivarok ist... Link, kletter doch, Brudi, was machst du denn da? Kletter doch auf seinen Arsch rauf, nein! Hä? Ich komm grad nicht klar, die Kamera spackt rum. Ja, danke. Oh, Mann! Und tschüss! Gut. Und da ist das, was wir gesucht haben. Der Sora-Beinschutz. Über Generationen hinweg weitergegebene Stiefel, die der Legende nach aus Drachenschuppen gefertigt wurden und schnelles Schwimmen ermöglichen. Opfer für die Freundschaft. Damit haben wir die Quest auch erledigt. Und das sollte auch alles hier drin gewesen sein. Genau, das war alles. Ah, nee, wir kriegen da das noch nicht ausgerüstet. Dann, auf geht's. Jetzt brauchen wir, ich suche gerade da. Wir brauchen jetzt unsere Eisrüstung. Kein Gefrieren. Und es geht los. Wir gehen jetzt zu dem, für viele, glaube ich, der beste Dungeon im Spiel. Den werden wir machen. Für mich ist er der zweitbeste, weil ich mag den Dungeon der Wüste doch noch einen Ticken lieber. So, Gata-Kisa-Schrein. Let's go. Auf geht's, den nächsten Dungeon angehen. Der Weg da hoch wird lange dauern. Ich glaube, wir werden so zwei Parts brauchen, maybe, bis wir beim Dungeon sind. Und dann heißt es wieder Dungeon-Action und dann geht's in die Wüste direkt. Gucken wir mal. Und nach der Wüste ist, wie gesagt, müssen wir die restlichen Nebenquests noch machen, die wir übrig haben. Bei jedem Stall müssen wir ein Foto machen und so eine Scheiße, Alter. Da habe ich richtig überhaupt keine Lust drauf, aber muss sein. Und dann geht's zum Finale des Spiels. Wir sind fast im Finale. Das geht jetzt relativ schnell voran. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß bei dem Projekt. Ich werde euch trotzdem ja noch zeigen, was ihr für die 1000 Krogsamen bekommt, weil wozu gibt es Safe-Editoren, ne? Dann könnt ihr das sehen. Lasst euch da überraschen, das werdet ihr nicht verpassen. Auch bei mir nicht. Hier bin ich auch schon. So, wir müssen ganz nach oben. Ah, Moment mal. Nee, hier brauche ich das noch nicht. Ja, hier ist Schnee. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Wird Zeit, dass wir den Orni helfen. Da müssen wir hin. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link! Tulin, der junge Ornikrieger, nice. Link, es hieß, du seist verschollen. Schön, dass du wohlauf bist. Theban, neuer Häuptling der Orni. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Mhm. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Er kann sich zwar schon aufplustern wie ein Großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Hey, ich habe euch doch schon gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein der ganzen Welt entgegentreten, bist und bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flügge, jawohl. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftungsflug heute etwa, der wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre an dem Lied von der Himmelsarche etwas dran. Aber ich glaube an so einen Blödsinn nicht. Hä? Blödsinn? Pass auf, was du... Du liebe Zeit. Tulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht nach. Und das mit dem Lied?
Das Lied, das er meinte, ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Als vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf bedrohte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. So zumindest erzählte es das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied. Die wenigsten Erwachsenen sehen es als die tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in letzter Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man den Schneesturm und diese Wolke wohl eindeutig einen Kataklysmus nennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist an dem Liedchen ja doch etwas dran. Und sei das Lied von der Himmelsarche auch nur ein Kindergesang, irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Orni bis so weit in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältige Vorbereitungen treffen, aber Tulin, nun ja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Was? So etwas hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Das klingt, als hingen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichtig gerne an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist das derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen allenthalben nach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Ach, könnte ich doch nur etwas tun. Na, vielleicht gibt es da jemanden, der dir mehr helfen kann als ich. Frag doch mal Hertes. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas über Prinzessin Zelda gehört. Siehst du die zwei Leuchtfeuer dort drüben brennen? Dort befindet sich eine Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal dort vorbei. Okay, Tulin aus dem Dorf der Orni. So, Tulin ist cool. Ich mag Tulin. Sei mehr wie Tulin. Theba ist aber auch nice. Ganz anders als gewisse andere Vögel in Breath of the Wild. So, dann einmal rüber. Ich hätte vielleicht die anderen Stiefel doch leveln sollen, aber das bringt nichts, weil nur so können wir halt nicht gefrieren. Oh, okay, scheiß drauf. Solange er uns nicht sieht, ist alles gut. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Oh nein. Oh no! Echt jetzt? Oh, er ist hier? Oh Mann! Ja, oh Gott. Töte ihn noch einer, bitte. Warum existiert er überhaupt? Scheiße. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich versuch's einfach. Lass doch mal los. Yes. Easy. Easy, Alter. Das ging schneller als gedacht. Sehr gut. Sicher haben wir das Schild auch noch gesichert. Ja, ja, komm. Gib mir jetzt meine Belohnungen. Ich hab das nur gemacht, weil ich hier was abgreifen kann. Sehr gut. Dann einmal zu der Hütte hier. Hier müssen wir ja hin. Hallo. Die beiden Leuchtfeuer haben dich zu mir geführt, oder? Ich habe sie hier errichtet, damit auch im Schneesturm jeder hier hinfinden kann. Wir sparen nicht an Feuerholz, damit man die Feuer auch dann sieht, wenn man in großer Höhe fliegt. Und doch wirken die Leuchtfeuer im Vergleich zum Kartografieturm regelrecht mickrig. Erwärmt zwar nicht wie ein Leuchtfeuer, aber die Größe und die Helligkeit sind wirklich beeindruckend. Ich bewundere die Hylianer dafür, etwas so Großartiges geschaffen zu haben. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Genau, hier müssen wir wohl rein.
Link, du bist wohlauf. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als es plötzlich hieß, du seist verschollen. Was ist denn geschehen? Oh, du suchst Prinzessin Zelda. Es tut mir leid, aber ich habe nichts gehört, das dir weiterhelfen könnte. Wir haben gerade alle Federn voll mit einem anderen Problem zu tun. Die Dorfbewohner sind unterwegs, um Nahrung zu finden oder den Ursprung dieses Schneesturms zu ergründen. Und zu allem Unglück ist gerade jetzt alles voller Flugungeheuer, die unsere Not noch schlimmer machen. Wir haben einfach nicht genug Krieger, um sie von hier zu vertreiben. Nicht solange es uns so schlecht geht. Sei nicht böse, aber im Moment sind uns einfach die Flügel gebunden. Aber wo ich es mir so überlege, vielleicht könnte der kleine Tulin dir ja... Ach, stimmt ja. Du warst ja länger nicht mehr hier, also... Na, unser kleiner Tulin hat inzwischen einen ziemlichen guten Flügelschlag drauf. Fliegt besser als so mancher Erwachsener. Selbst bei diesem Unwetter drehte er seine Runden am Himmel und meldet alle möglichen Sachen, die uns helfen. Du solltest wirklich mal sehen, wie er Windströme erzeugen kann. Da kann der Rest von uns wirklich nur staunen. Teba gibt den strengen Vater, aber insgeheim weiß er, dass Tulin ein kleines Wunderküken ist. Wenn er sich für meinen Geschmack auch ein wenig zu viel plustert, der Kleine, aber sprich doch einfach mal mit ihm. Als ich ihn zuletzt sah, wollte er mit Gesan und Leisa Nahrung suchen. Sie sind zur Höhle der Hebra-Südspitze im Nordosten von ihr aufgebrochen. Die Höhle liegt jenseits der Klippe vor uns, den Bergpfad hinauf, sie ist mit einem Leuchtfeuer gekennzeichnet. Finde das Leuchtfeuer am Höhleneingang, dann sollte auch Tulin nicht fern sein. Leute, ihr müsst wissen, ich spiele die Story von Tulin jetzt so ein bisschen hier den Anfang blind, weil ich bin da einfach zum Tempel hochteleportiert. Das alles habe ich hier nämlich nicht gemacht. Kann ich die Kriegerhörner nehmen? Hm, diese rätselhaften Objekte wurden am Fuße der Hebra-Berge entdeckt. Sie haben eine seltsame Form, nicht wahr? Ich habe allerhand Untersuchungen daran durchgeführt, fand aber nichts heraus, nicht einmal aus was oder wofür sie sind. Auch scheinen sie scharfe Kanten zu haben. Sieht so aus, als wäre es schon gefährlich, sie nur anzufassen, oder? Ich bin übrigens fertig mit den Untersuchungen und habe keine Verwendung dafür. Du kannst sie gerne nehmen. Danke, Buddy. Danke. Tschüss. Ich wollte euch nur abzocken. Wir gehen. So, ich ziehe jetzt aber mal, solange wir nicht kämpfen müssen, die Schneeschuhe an, weil mir das auf den Sack geht. So, jetzt müssen wir sie gerade nur finden hier. Das wird erst später... Ja, das war gut, dass ich die angezogen habe. Weil jetzt können wir uns normal im Schnee bewegen. Ich bin froh, dass wir vorher in Gerudo-Stadt einmal nachgeschaut haben. Oh, das war knapp. Fast reingelaufen, Alter. Wow. Wie können diese Sachen einfach vom Himmel fallen? Was geht da oben bloß vor sich? Hm? Wie seltsam. Ich hätte nicht erwartet, hier einen Hylianer zu sehen. Ich bin überrascht, dass du inmitten dieses furchtbaren Schneesturms zu klettern versuchst. Merkst du, wie kalt es ist? Wir Orni halten das noch aus, aber ohne Federn setzt dir die Kälte sicher furchtbar zu. Wenn du hier weiter hinaufkletterst, gelangst du zur Höhle der Hebra-Südspitze. Meine Freunde sammeln dort gerade Nahrung. Dort kann man praktischerweise sowohl leuchtende Pilze als auch Fische finden. Am Eingang der Höhle haben sie ein Leuchtfeuer entzündet, damit wir wissen, wo sie sind. Wenn dir die Kälte zu sehr zusetzt, solltest du dich ein bisschen am Leuchtfeuer aufwärmen. Nee, tut sie nicht. Nintendo hat sogar so weit gedacht, dass ihr das hier ohne Rüstung durchziehen könnt. Würde ich aber euch nicht empfehlen. Lieber ein paar Rubine farmen, damit ihr den Scheiß auch easy durchziehen könnt. Oh, Alter. Jetzt kann ich gefrieren, ne, weil ich das Rüstungsteil gerade nicht trage. Oh. So, ich kann nicht mehr gefrieren, Brudi. Brudi, du gehst mir auf den Sack, Alter! Heute bin ich mit dem Zielen echt nicht on point. Was ist das denn? Da liegen die beiden. So, er wird gleich kommen. Ich möchte nur die Eisfrüchte haben. Tja, tut mir leid, Leute. Ich kann nicht gefrieren. Hä? Au! Und tschüss. Und mein Schwert ist kaputt. Oh no! Brudi, sag,
Easy! Oh no! Du dummes Stück, Alter! Zwei Waffen schon wieder down, Alter. Das ist richtig übel. Alter, durch sein scheiß Schwert rasiert er mich weg, ne? Oh Gott. So, erstmal jetzt das Masterschwert aufrüsten. Oh, echt jetzt? Oh, Mann! Du verarscht mich, Alter. Danke. Gefrorenes Wild. Pass auf, dass du dir nicht die Zähne daran ausbeißt. Es füllt ein wenig deine Herzen auf und kühlt deinen Körper, sodass du Wüstenhitze trotzen kannst. Danke. So, jetzt aber wieder das Rüstungsteil umziehen, weil wir uns sonst einfach im Schnee nicht normal bewegen können. Dann dauert das einfach alle fucking alles Millionen Jahre. Und das wollen wir nicht. So, wir müssen immer noch weiter hoch, ne? Ja. Ich habe doch gesagt, der Weg könnte etwas länger dauern. Ja. Wir kriegen da schon irgendwie gebacken, den Scheiß. So, haben wir Eisfrüchte. Danke für die Hilfe. Den haben wir schon. Ja, und jetzt? Oh, dann war das falsch. Dann hätten wir da unten lang gemusst. Nee, hier noch nicht. Hier hätten wir lang gemusst, genau. So, ab hier weiß ich übrigens, meine ich, wieder Bescheid, was abgeht. Nein, bitte keine Bombe werfen, danke. Oh, ich bin beeindruckt, dass du trotz des Schneesturms draußen an einen Ort wie diesen gekommen bist. Wir Orni kommen häufiger zu dieser Höhle, um Essensvorräte zu besorgen. Aber du? Warum bist du hier? Verstehe, auf der Suche nach Tulin. Aha. Tja, Tulin ist mit Gesane tiefer in die Höhle vorgedrungen, um Essensvorräte zu sammeln. Ich kann dir den Weg leider nicht zeigen, da ich hier auf unsere bisherige Ausbeute aufpassen muss. In der Höhle haust allerdings eine Kreatur, die an den Wänden entlang hüpft. Sei also vorsichtig, wenn du auf deiner Suche nach Tulin tiefer hineingehst. Ich glaube aber nicht, dass sie dir etwas tut, solange du dich von ihr fernhältst. Sie meint immer, Aioi, den haben wir schon gekillt. Okay, wir hätten das gar nicht abfackeln brauchen. Na, dann ist auch egal. Passt schon. Oh, bitte nicht, Alter. Echt jetzt? Und er säuft ab. Easy. Nein. Die Waffe wollte ich haben. Oh no. Danke. Die ist wenigstens gut. Die können wir tatsächlich nutzen. Daraus können wir was machen. Was nehmen wir da? Nee. Etwas Schwächeres würde ich dann doch nehmen diesmal. Genau. Dann würde ich auch sagen, wir verbrauchen die auch zuerst. Ja, wir müssen das Feuer auf jeden Fall einmal anzünden. Das hat sonst... ups.
Das hat gar nichts gebracht, Alter. Das war richtig schlecht. Okay, ich dachte, weil ihr Rauch drin ist, ist das eine heiße Quelle, aber ich habe mich voll geirrt und so. Aber was bringt uns denn jetzt das Feuer? Gar nichts, ne? Jetzt habe ich die beiden zwar ange... Oh, muss ich ernsthaft klettern? Gucken wir mal, ob uns das nicht aus der Höhle raus katapultiert. Scheiße. Gut, wir müssen klettern. Wir haben leider keine Wahl. Also wir müssten nicht klettern. Wir könnten noch die Rakete einsetzen, aber... Nee. Wir klettern. Passt schon. Irgendwie. Los, Link. Das hat sich gerade selbst getötet, ne? Gut gemacht. Müssen wir hier lang? Ist das der richtige Weg? Es geht ja auf jeden Fall hoch. Anscheinend. Tulin, Tulin, was stelle ich nur mit dir an? Lässt die Nahrung, die wir für das Dorf gesammelt haben, einfach zurück und fliegt weg. Oh! Na sowas, ein Heilianer hier? Und auch noch bei diesem schrecklichen Sturmwetter? Ach so, du wolltest mit Tulin reden, ja? Leider habt ihr euch beiden ganz knapp verpasst. Bedauere. Tulin und ich sollten hier nämlich nach Nahrung suchen, doch plötzlich flog vor dieser Höhle ein Schwarm Monster vorbei. Fliegende Untiere, genau wie jene, die in letzter Zeit mehr und mehr um das Dorf herum erscheinen. Ich wollte, dass wir sofort zurückfliegen und den anderen Bescheid sagen, aber Tulin hörte überhaupt nicht zu. Er meinte bloß, dass er ihnen gleich nachfliegen und ihr Nest finden wollte. Und ja, eine Sekunde später war er weg. Der Monsterschwarm flog in der Nähe der einsamen Zeder auf der Kalibar-Spitze nördlich des Höhleneingangs. Bestimmt hat Tulin sich dorthin aufgemacht. Dass er sich so kopflos in Gefahr begeben muss. Na dann los geht's hinterher, ne? Wir haben ja eh keine Wahl. Wir müssen das machen. Auch wenn ich mich, wenn ich denn wollen würde, einfach zum Tempel teleportieren könnte. Oh bitte, ich will nicht gegen die kämpfen. Muss ich gegen die kämpfen? Ich muss gegen die kämpfen. Ich sehe es schon, oder? Nein, muss ich nicht. Ich kann einfach an dem vorbeilatschen. Chillig. Oh, Moment mal, hä? Oh, no. Ach so, nee, das haben wir schon aufgebaut. Chillig. Doch, dann müssen wir da hoch. So, ein paar Minütchen haben wir noch. Super easy. Da ist nur ein Monster drin. Du kannst gerne eingefroren bleiben. Also, ich kann gerne auf dich verzichten, Alter. Da ist er! Blödes Monster! Hä? Link, was machst du denn hier? Was ist passiert? Also, naja, ehrlich gesagt hat sich das verflixte Vieh meinen guten Bogen gekrallt. Siehst du, da ist der Bogendieb. Ich muss den Bogen zurückhaben. Hilfst du mir, Link? Sicher. Echt? Danke. Ach übrigens, ich kann einen Windstoß in meine Blickrichtung schicken. Wenn du mit deinem Parasegel auf diesem Wind reitest, solltest du bis zum Monster fliegen können. Gib mir einfach ein Zeichen, dann erzeuge ich den Windstoß sofort. Tulins Macht über den Wind. Sobald Tulin seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom entfesseln, der dich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasegels kannst du so den Flug beschleunigen.
Tja, wir haben ihn. Das lief ja klasse. Danke, Link, du hast mir riesig geholfen. Rasch, mal schauen. Puh, alles noch dran, so ein Glück. Oh je. Da kommen noch mehr. Die können was erleben. Zweimal tricksen mich die blöden Flatterer nicht aus. Los, Link, die kaufen wir uns. Gegen uns beide haben die keine Chance. Natürlich nicht. Tschüss. Wir haben es geschafft. Sieh mal, das hier könnte ihr Lager gewesen sein. War das gerade der Wind? Nein, auf keinen Fall. Das muss etwas anderes gewesen sein. Hey, Tulin und Link! Huch! Oh! Gute Arbeit, ihr beiden. Was? Hast du uns beobachtet, Hertes? Auweia, wie peinlich. Ich habe nicht auf Gesane gehört, als er versucht hat, mich aufzuhalten. Da dachte ich, dass ich allein klarkomme. Aber dann hat das Vieh mir meinen Bogen weggenommen. Ich habe mich für groß genug gehalten, aber allein hätte ich den Bogen nie zurückbekommen. Verstehst du jetzt, warum wir dich wie ein kleines Küken behandelt haben? Ja. Es ist wirklich wichtig, mit seinen Gefährten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass ich jetzt endlich verstanden habe, was Papa mir immer sagen wollte. Was ist da eigentlich passiert? Sieht dir gar nicht ähnlich, dir deinen Bogen abnehmen zu lassen. Das war wegen Prinzessin Zelda. Ich habe Prinzessin Zelda gesehen. Ein Monster hat sie angegriffen. Als ich ihr helfen wollte, flog sie hoch durch diese Wolke. Das hat mich abgelenkt und schon war mein Bogen weg. Was? Prinzessin Zelda ist über dieser Wolke? Wie kann das sein? Schwer zu glauben. Aber wenn wir hier nur herumsitzen, werden wir das nie ergründen. Tulin, Link ist doch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Untersuche mit ihm die Wolke, in der die Prinzessin verschwunden sein soll. Was? Ich dachte, ich darf nicht. Bevor ich hergekommen bin, habe ich einen Bericht erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schneesturm doch in der Wolke seinen Ursprung hat. Ich wollte ihr Inneres gleich untersuchen, aber starke Winde machen es unmöglich, sie von der Seite zu erreichen. Der einzige Zugang ist von oben, aber... Kein Orni kann diesen stürmischen Himmel durchqueren und dorthin gelangen. Mit einer Ausnahme. Tulin, ich glaube, dass du es schaffen kannst. Mit deiner Kraft und der Fähigkeit, Windstöße entstehen zu lassen. Tulin wird der beste Krieger der Orni werden, wenn er versteht, wie wertvoll Verbündete sind. Das sagt dein Vater Theba immer. Papa hat das gesagt? Ich werde Theba Bericht erstatten. Begleite du Link auf der Suche nach Prinzessin Zelda und dem Ursprung dieses Schneesturms. In Ordnung, ich werde mit Link zusammenarbeiten. Link, ich habe Prinzessin Zelda auf den schwebenden Inseln beim Hebra-Gipfel gesehen. Dort sollten wir zuerst hingehen. Link, Tulin, wir zählen auf euch. Okay, sammeln wir noch das Zeug ein und dann war's das hier erstmal. Der Bogen ist Schmutz, das ist mir klar. Ich will aber noch dieses Horn hier haben. So, und danach geht's dahin. Leute! Ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir mit Tulin hier weitermachen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum dritten Dungeon. Gucken wir, wie der wird. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!